Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Hier sind wir heute hinter dem Kolosseum, wo ich ein paar farbige Formen ausgelegt habe. Denn heute wollen wir den Raum hinter dem Kolosseum vollenden. Und das machen wir, indem wir hier ein paar Insulae bauen. Insulae, das sind römische Wohngebäude. Heutzutage würde man das wahrscheinlich als Blöcke bezeichnen. Und ich denke, wir werden das heute ein bisschen anders machen. Ich baue einfach mal die Gebäude auf und dann müssen wir in einem weiteren Schritt, in einem zweiten, in einem dritten, in einem vierten, gehen wir dann ran und verfeinern das Ganze, bis das Ganze zumindest von außen brauchbar aussieht. Ich denke, die Innenräume werde ich nicht machen. Denn mein Plan ist, dass ich das Innere dazu verwende, um von Kupfer zum oxidierten Kupfer zu kommen. Aber das ist dann wahrscheinlich schon mal ein Projekt für eine weitere Folge. Also, ich baue mal hier die Gebäudehüllen auf, vielleicht auch schon mit Dach drauf. Und dann sehen wir weiter, wie wir das Schritt für Schritt besser aussehen lassen können. In der Zwischenzeit haben wir auch die Fassaden hochgezogen. Wir haben ein Dach oben drauf. Die Dächer sind alle etwas unterschiedlich. Genau wie die Farben der Fassaden und die Höhe der Gebäude. Während ich überall 8 Blöcke in die Höhe gegangen bin, habe ich nicht unbedingt immer vom gleichen Grundblock gezählt. Und darum haben wir Gebäude, die sind höher und Gebäude, die sind niedriger. Jedes Gebäude wird zweistöckig sein und das heißt, ich denke, der nächste Programmpunkt ist hier etwas die Fassade verschönern und vielleicht können wir hier unten etwas wie eine Galerie haben und ja. Da müssen wir mal schauen, wie ich das hinbekomme, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass sich da was finden lässt. Die Stockwerkseparation ist nun da und auch hier unten haben wir im Eingangsbereich etwas mehr Details mit Wood- oder Holzpanelen oben drüber. So quasi als Fußboden für den zweiten Stock. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das für alle Gebäude hier so gemacht. Und der Rest ist noch ziemlich eintönig. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch hier wirklich mal Schritt für Schritt, was hier so abgeht, bis wir das endgültige Produkt bestaunen können. Ich bin einen Schritt weiter, indem ich hier unten auf der unteren Ebene ein paar Fence-Gates, nein, sind keine Gates, sind nur Fences, hier als Fensteröffnungen eingefügt habe. Und alles, was uns jetzt noch fehlt, ist da oben, da brauchen wir auch etwas Deko und ich denke, da werden wir auch wieder Fenster haben im ähnlichen Stil, aber wir können dann auch noch Fensterläden dazu machen,
sodass das etwas mehr hergibt als nur die Fensteröffnungen. Denn hier unten haben wir ja die Galerie hier, die etwas Abwechslung gibt. Und nur mit den Fenstern da oben, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Insbesondere, wenn wir so große Flächen haben wie hier. Im zweiten Stock haben wir nun auch Fensteröffnungen und hier gibt es sogar Läden und die sind nicht ganz symmetrisch, um das Bild etwas aufzupeppen, sodass das nicht ganz so langweilig aussieht. Aber wir haben immer noch einige Flächen. Und ich frage mich, was könnten wir da machen? Das bringt doch etwas Abwechslung ins Spiel. Und ich werde da bei einigen Häusern wahrscheinlich noch etwas Glazed Terracotta hinzufügen. Und dann müssen wir nur noch hier unten die Straße oder den Gehsteig fertigstellen, sodass der ganz an die Häuser rangeht. Die Außenraumgestaltung ist nun auch fertig, war ein bisschen fickelig, insbesondere hier, wo es eng wird und da sehe ich doch noch nicht ganz fertig. Aber wir haben nun alles abgedeckt und was uns da noch fehlt, nun können wir eigentlich auch die Half-Slabs hier bis an unsere Therme ranführen. Aber ich denke, das mache ich, wenn ich die Therme fertigstelle. Für heute soll es das gewesen sein. Nächstes Mal werden wir uns sicherlich wieder einem anderen Bauprojekt widmen. Also bis dann und tschüss!